Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, in diesem Video geht es um das Thema Mitarbeitermotivation im Network Marketing. Ich möchte dir kurz ein paar Gedanken zu dem Thema ja hier in diesem Video mit dir teilen. Aber ich möchte jetzt nicht so sehr darauf eingehen, welche Möglichkeiten hast du, Mitarbeiter zu motivieren. Meine Meinung dazu ist, wahre Motivation kommt immer von innen und die Motivation von außen ja kann immer mal so eine kurze Initialzündung sein, aber niemals eine langfristige Motivation dementsprechend ersetzen oder ja sogar eine langfristige Motivation bei irgendeinem Partner auslösen. Das Wichtigste ist bei allem, was du tust, zunächst mal, dass du einfach für dich mit Vorbild vorangehst. Also wenn du erwartest, dass deine Leute sponsern, neue Leute rekrutieren, dann solltest du ein Vorbild auch in dem Bereich sein, weil die Menschen die machen nicht das, was du ihnen sagst, sondern die machen das, was du machst, ja. Und wenn die Leute merken, hey, dein Team wächst immer mehr und immer mehr, dann wirst du irgendwann zum Vorbild dadurch, dass die Leute das Gefühl haben, sie könnten jetzt auch in diese Richtung gehen, ja. Und dann werden natürlich auch deine Ratschläge viel einfacher angenommen, wie wenn du das Ganze nicht machst und dann aus der Theorie irgendetwas erzählst. Noch zum Thema Motivation steckt ja das Wort Motiv schon drin. Das heißt, da sind wir nämlich auch beim nächsten Punkt. Ich glaube, dass die wichtigste Aufgabe ist, wenn du motivierte Menschen in deiner Organisation haben willst, dass du ihnen dabei helfen musst, ja, dass sie ja sich ihrer Ziele bewusst sind, dass sie sich ihrer klaren Ziele bewusst sind, dass sie wissen, warum tun sie das, ja. Nur wer ein Motiv hat, der ist auch in der Lage, sich überhaupt zu bewegen. Wer kein Motiv hat, der hat keinen Grund, irgendetwas zu unternehmen. Und im Network Marketing ist es ja noch ein Stück extremer, wenn die Menschen, die keine Ziele haben, in ein normales Unternehmen gehen. Da kriegen sie vom Chef vorgegeben, was sie zu machen haben und dann setzen sie das um, dafür werden sie bezahlt. Im Network Marketing ist die Sache ja, ja grundlegend anders. Das heißt, wir arbeiten zwar in Teams zusammen, wir helfen uns auch gegenseitig, aber wir haben ja keine vertragsrelevante Beziehung zueinander. Das heißt, jeder Vertriebspartner hat ja den gleichen Vertriebspartnervertrag mit dem Partnerunternehmen. So, und deswegen ist es auch immer ein Geben und Nehmen, ja, nur da ist auch schon genau der Punkt. Du kannst nicht von außen jemandem sagen, mach dies, mach jenes. Ja, das ist im Network Marketing einfach nicht der Fall. Das Einzige, was wir tun können, ist, dass die Menschen erkennen, dass sie mit diesem Fahrzeug Network Marketing, mit dem Unternehmen, mit den Produkten einen Weg zu ihrem Ziel haben. Ja, dass sie quasi ein Fahrzeug haben, welches sie zu ihrem Ziel bringt. Und da ist es eben halt grundlegend wichtig, dass man erstmal weiß, welche Ziele hat man denn eigentlich. Und wer starke Ziele hat, wer starke Gründe hat, der wird auch in die Handlung gehen, der wird auch mal bereit sein, über die Komfortzone zu verlassen, der wird auch mal bereit sein, ja, über die Schmerzgrenze hinauszugehen. Wer allerdings kein starkes Ziel hat, wer kein starkes Motiv hat, da wird es einfach schwierig werden, weil die Menschen dann halt keine Gründe haben, warum sie sich bewegen und gerade im Network Marketing mit anderen Menschen auch in Kontakt treten sollten, Produktpräsentation abhalten und Geschäftspräsentation abhalten. Dazu braucht man schon Gründe und wenn die nicht da sind oder nicht stark genug sind, dann wird es einfach schwierig. Ja, also da hast du halt eben auch keine Handhabe in der Art und Weise, dass du da irgendwie von außen ergänzend unterstützen kannst. Es gibt zwar viele, die mit Incentives arbeiten, Reisen, Sachprämien etc. Das sind alles Anreize, die schon einen Grund darstellen können, dass sich Menschen bewegen, aber es ist nie eine Motivation von innen heraus. Ja, es ist immer eine kurzfristige Aktion und klar, kurzfristig können wir immer Menschen irgendwohin motivieren. Die Frage ist halt einfach nur, ob es nicht zu aufwendig ist, Menschen immer wieder versuchen zu motivieren, etwas zu tun oder ob man sich einfach, ich sag mal, auf Menschen fokussiert, die wirklich Ziele haben und die in ihrem Leben einfach einen Unterschied machen wollen, die einfach etwas ja verändern wollen. Also das ist mit der wichtigste Punkt, das Thema Ziele. Und dann gehört aber auch für mich dazu fördern und fordern. Ja, das heißt auch Menschen dabei zu unterstützen, den nächsten Schritt zu gehen, aber nicht die Dinge, die sie selber tun können, ja, für sie zu tun. Ja, das ist ganz wichtig. Einfach den Menschen auch ein Stück weit
ein Gerüst an die Hand zu geben, dass die Menschen in die Handlung kommen können, dass die Menschen auch wissen, wie sie gewisse Dinge umsetzen sollten, aber die Dinge halt eben nicht für sie machen, weil in dem Moment schaffen wir eigentlich das Gegenteil wie Motivation. Wir schaffen es eigentlich nur, dass die Menschen einfach noch weniger Eigeninitiative ergreifen. Ja, und gerade in der heutigen Zeit, wo es super viele Tools gibt, die einen die Arbeit immer wieder erleichtern, ist es echt kontraproduktiv, wenn wir da noch die Arbeit für andere machen. Also das ist ja auch nicht der Grundgedanke von Network Marketing. Also ich hoffe, du weißt, was ich da damit meine. Dann der wichtigste oder eines der größten Dinge, die du tun kannst, ist, dass du einfach Demotivation vermeidest. Ja, hab die Menschen in deinem Netzwerk, hab sie gern. Jeder ist willkommen, auch die Person, die im Prinzip nur wenige Anträge macht, die nur wenige Leute sponsert. Aber, und das ist auch wichtig, du musst trotzdem für dich dich auf die Menschen fokussieren, mit denen du das Geschäft dann eben halt groß machst. Jeder ist willkommen, aber du musst trotzdem für dich gucken, dass du deine Zeit so einteilst, dass die größtmögliche Zeit auch für die Menschen reserviert ist, die ja dein Unternehmen halt eben mit nach vorne bringen. Und dann, ganz wichtig, lobe alles, was gut ist, öffentlich. Und wenn es mal irgendwo so Reibungspunkte gibt, was in jeder Beziehung vorkommt, das ist kein Problem im Network Marketing, das gibt es in jedem Unternehmen, das gibt es in der Gesellschaft, das gibt es in der Ehe, ja, überall gibt es mal Reibungspunkte und diese Dinge bitte, das Feedback, ja, das Ganze, um was es sich dort dreht, den ganzen Sachverhalt einfach unter vier Augen klären. Okay, das waren so fünf Gedanken zum Thema Mitarbeitermotivation. Ich hoffe, das Ganze war ein Stück weit hilfreich für dich. Wenn dem so war, dann würde ich mich freuen, wenn du ja zum einen natürlich meinen Kanal abonnierst, wenn du der Sache einen Daumen hoch gibst, die Kommentarfunktion nutzt, wenn du Fragen hast oder Anregungen oder Ergänzungen zum Thema. Würde ich mich freuen, wenn du das Ganze in den Kommentar unten hineinschreibst. Ansonsten findest du ebenfalls unterhalb des Videos die Textbeschreibung, falls du an der Zusammenarbeit interessiert bist, falls du Interesse hast, ein langfristiges, lukratives und stabiles Einkommen dir aufzubauen und auch bereit bist, die notwendige Tätigkeit dafür zu tun, dann findest du unterhalb in der Textbeschreibung alle weiteren Informationen und kannst dich auch auf ein persönliches Gespräch dann mit mir einfach bewerben. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, alles, alles Gute. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.